Wissen aus der alten chinesischen Tradition und versuche jetzt einen kleinen Switch zu machen zu einem völlig anderen Bereich, in dem Energie auch eine wichtige Rolle spielt, nämlich dem Sport. Und auch da sind wir Psychologen ja ziemlich gefordert, weil wir wissen, dass viele Wettkämpfe im Sport im Kopf entschieden werden, im Kopf gewonnen werden oder auch im Kopf verloren werden. Und ich arbeite seit 15 Jahren jetzt in diesem Bereich und musste vorhin ein bisschen schmunzeln, als du sagtest, Zeit ist ein wichtiger Faktor. Denn wenn meine Klienten anrufen, dann haben wir meistens nicht viel Zeit. Das klingt dann so, ich bin der und der, Kickboxen, ich habe jetzt einen Wettkampf gegen den Typen, der mir letztes Jahr das Jochbein gebrochen hat, ich schlafe nicht so gut. Und dann sage ich, okay, wann ist der Wettkampf? Dann sagt er, am Sonntag. Dann denke ich, okay, jetzt ist Donnerstag. Und ich sage euch ganz ehrlich, das ist eine lange Frist. Ich kriege manchmal Anrufe am Samstagmorgen. Das heißt, Zeit haben wir nicht. Und die Frage ist, wie schaffen wir es jetzt möglichst schnell, die in dieser alten Erfahrung blockierte Energie wieder frei zu kriegen, diesen Knoten platzen zu lassen, damit der Junge am Sonntag seinen Wettkampf macht. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, es ist nur ein Wettkampf und da gibt es noch viele, aber meistens sind die Wettkämpfe, vor denen die Sportler anrufen, wichtige Wettkämpfe. In dem Fall war es die EM und er hatte 15 Jahre trainiert, um dahin zu kommen. Und dann kann man nicht sagen, scheißegal, ja, irgendwann wird es schon. Das heißt, wir arbeiten unter viel Zeitdruck im Sport, immer. Das ist auch so, wenn Spieler verletzt werden, Mannschaften umgestellt werden. Es ist immer sehr, sehr eng. Und die Frage ist dann eher, wie kann man in diesen Situationen mit Energie spielen? Wie kann man die zentrieren? Und wie kann man es schaffen, dass die in dem Moment verfügbar sind, wo etwas passieren muss, für das es keine zweite Chance gibt? Und im Vorlauf zu dem Vortrag, ganz lustig, diesen Donnerstag habe ich in Offenburg in der Stadt den Johannes Vetter getroffen. Vielen ist der vielleicht ein Begriff aus dem Speerwurf. Das ist der Athlet, der dieses Jahr in Polen vor 2 Wochen den Speer über 97 Meter geworfen hat, was eine fantastische Weite ist. Wir haben im letzten Jahr recht viel miteinander gearbeitet. Da hatte er eine Muskelverletzung und eine total bescheuerte Saison. Damit konnte er nicht gut umgehen. Und die Frage war, wie schafft er es, sich wieder zu zentrieren, um dann, wenn er wieder fit ist, wieder trainieren kann, zu seiner alten Form zurückzukommen. Und darüber hinaus wäre dieses Jahr Olympia gewesen, hätte er mit der Weite die Goldmedaille locker gewonnen, also mit 7 Metern Vorsprung. Und das ist sehr spannend. Das heißt, das ist so ein bisschen dieses Aufgabenfeld, in dem ich mich bewege. Und was ich heute probieren möchte, ist, euch so ein kleines Buffet mitzugeben an Ideen und ganz praktischen Anregungen und an Geschichten, die ihr in eurer psychotherapeutischen Praxis verwenden könnt. Denn ganz so fern sind diese Bereiche gar nicht voneinander. Und zu wissen, wie kann ich mit Energie spielen, wie kann ich die ins Fließen bringen, wie kann ich die ausrichten helfen, wie kann ich jemanden aus einer blockierten Energie wieder rausholen, ist ein Teil des Handwerkszeugs, der eben auch über die pure Methodik weit hinausgeht, sondern eher die Frage ist von, wie gehe ich selber mit Energie um? Und da möchte ich euch ein paar Hinweise heute geben oder ein paar Ideen. Aber wie vertraut bin ich auch und was traue ich der Energie und mir selber als Spielerin mit Energie zu? Ich möchte nicht allzu lange mit Definitionen uns aufhalten. Was für mich im Hinblick mit, im Zusammenhang mit Energie ganz wichtig ist, und denkt an diesen Speer, den der Johannes da wirft, der ist einerseits in Bewegung, ganz klar, ohne Bewegung fällt er runter. Und dazu muss auch der Athlet eine ganz bestimmte Bewegung machen, die dann quasi die Energie in diesen Speer übergibt. Und gleichzeitig hat diese Energie eine Richtung. Es ist nicht egal, wo der Speer hinfliegt. Ja, wir haben da so eine Linie, die misst die Weite sehr genau und korrekt. Und wenn der Athlet seinen Speer zu schräg anwirft oder nach hinten, dann kann der so weit fliegen, wie er will. Es ist keine Wertung. Das heißt, egal, was wir mit Energie machen, wir haben diese 2 Komponenten, da muss was in Bewegung kommen. Und unsere Patienten in der Psychotherapie haben in der Regel mit einer dieser beiden Komponenten ein Problem.
Entweder können sie Dinge nicht in Bewegung bringen oder sich selber sind irgendwo blockiert, hängen in irgendeiner grauenhaften Umgebung seit Jahren fest. Oder sie bewegen sich in die falsche Richtung. Und es gibt welche, die haben durchaus Energie in sich drin, aber die kommt nicht raus. Ja? Die macht ihnen den ganzen Tag chaotische Gedanken, die macht sie total unruhig, die macht sie hibbelig, die macht sie krank, aber die kommt nicht in Bewegung. Oder sie haben gar keine Energie, sind total platt und kommen nicht aus dem Bett, also überhaupt nichts mehr. Oder aber, da ist Energie da, aber die wird falsch ausgerichtet. Die geht raus in Form von Aggression, da entstehen Konflikte, man rennt in die falsche Richtung, man rennt immer wieder in die gleiche Form von pathologischen Beziehungen. Das heißt, auch da haben wir letztendlich diese beiden Komponenten, wenn auch nicht in Form eines Speers, der fliegt, oder eines Balls, der im Tor landet, oder eben auch nicht. Ja, auch da muss die Richtung stimmen, das wissen wir, am besten irgendwo in die Ecke, weil da der Torwart nicht so schnell ist. Aber es braucht eben auch die, ja, die Fähigkeit, Energie zu bündeln, zu fangen, auszurichten und dann im richtigen Moment freizusetzen. Der Sport ist voll von Trainingsweltmeistern. Wir hören von denen überall, ja? Da gehen Sportler als absolute Favoriten in Wettkämpfe, die haben eine bestimmte Zeit in jedem Training gerissen und just im Wettkampf funktioniert es nicht. Energie ist nicht verfügbar, die ist da, die Muskeln sind fit, die sind perfekt trainiert. So, und in diesem Spannungsfeld suchen wir heute in dem Vortrag ein paar Faktoren, die da eine Rolle spielen und fragen uns, wie kriegen wir die übersetzt in die Psychotherapie. Und ich bitte euch, euch in dieser Vielfalt der Impulse einen rauszusuchen, den ihr in eure Praxis mitnehmt. Vielleicht macht es irgendwo Klick. Und ihr denkt an einen Menschen, der am Montag, Dienstag oder Mittwoch zu euch in die Praxis kommt und sagt, Mensch, das könnte für die Person was sein, dann nehmt bitte diesen Impuls mit, arbeitet damit nächste Woche, damit ihr euer Repertoire erweitert an Methoden, an Ideen, an Haltungen, an ja, inneren Ausrichtungen, weil da, wo wir unsere Energie hinrichten, und das hast du ja auch sehr schön beschrieben in diesem Zusammenspiel, da kann auch der Mensch mit hin, mit dem wir arbeiten. Wenn wir den Weg nicht gehen oder nicht vorbereiten, dann wird es schwierig in der Arbeit. Und ich glaube, ihr alle habt viel Erfahrung in eurer Arbeit und kennt diese Situationen. Einen kleinen Hinweis zur Zeit, der Johannes als Speerwerfer ist ein absolut Besessener. Ich kenne wenig Menschen, die so hart trainieren, die so viele Impulse sammeln. Der arbeitet mental, der arbeitet athletisch, der arbeitet mit Ernährung, der holt sich alles rein, was es braucht. Und es ist so, dass wir, um in einem bestimmten Bereich Meisterschaft zu erlangen, sehr viel Übung brauchen und sehr viel über den Tellerrand gucken. Und ich finde es in dem Zusammenhang sehr interessant, was Scott Miller sagt, Psychologe aus den USA, der sich sehr intensiv mit Qualität und Hochleistung beschäftigt, nicht nur im Sport, sondern auch in der Therapie. Und er sagt, unter den Therapeuten, die arbeiten, gibt es sehr, sehr viele Gute, bei denen was passiert. Und es gibt ein paar, die es zur Meisterschaft gebracht haben und bei denen Dinge passieren, die bei den anderen nicht so oft passieren. Ja, das heißt, da geschieht wie mehr. Und er sagt ganz klar, unter 10.000 Stunden Training kommt man da nicht hin. Das gilt für einen Musiker, für die Solisten und die herausragenden Künstler an ihrem Instrument gelten diese 10.000 Stunden strikt. Ein guter Orchestermusiker hat in der Regel 5.000 bis 7.000 Stunden Training. Das Gleiche gilt für Sportler. Und es gilt für Therapeuten. Und besonders effektiv sind Trainings, die eben nicht das wiederholen, was wir schon gelernt haben, sondern uns über den Tellerrand schubsen, damit wir uns mit Themen beschäftigen, von denen wir noch keine Ahnung haben, die dem vielleicht widersprechen, was wir bisher dachten, die uns ins Denken bringen. Und von daher vielen Dank für diesen Einblick. Ich habe heute ganz viele neue Sachen gehört und da werde ich jetzt sehr, sehr viel nachlesen. Das heißt, jede Minute, die ihr euch hier beschäftigt mit Dingen, die in irgendeiner Hinsicht neu sind, mit dem Austausch, mit dem Ausprobieren, mit, hä, was ist das jetzt? Ja, völlig egal, ob das gleich reingeht oder auch nicht,
ist etwas, was euch dieser Meisterschaft näher bringt. Deshalb finde ich es wunderbar, in diesem Raum zusammenzukommen und gemeinsam zu arbeiten, weil wir uns alle gegenseitig beschenken und gegenseitig besser machen in dem, was wir bewirken wollen. Und als Therapeuten möchten wir ja in der Regel Menschen zur Heilung verhelfen, ganz egal, was die für uns persönlich bedeuten mag. So, da haben wir nochmal die Bewegung und die Richtung. Im Rudern wissen wir ganz genau, wenn der Kahn ein kleines bisschen nach links oder rechts abweicht, dann ist die Medaille schon verloren, weil die anderen sind auch gut. Das heißt, da ist diese Richtung, die Koordination, die gesammelte Energie ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wir sehen es, wie gesagt, in allen Sportarten, aber wir sehen es eben auch im Leben. Denn wir erleben ja immer wieder Patienten und Menschen oder Klienten oder Coaches oder wie auch immer wir diese Menschen, die Menschen sind, nennen, mit denen wir ein Stück Weg zusammengehen. Solche, die irgendwo hinwollen und dann biegen sie ab, lassen sich ablenken, überlegen, gehen nochmal einen Schritt zurück. Und es ist sehr mühsam. Es ist auch im therapeutischen Prozess sehr mühsam. Und es ist immer wunderbar, wenn wir diese Ausrichtung und diese Stärkung ein bisschen genauer hinkriegen. So, ich möchte einen Ausflug machen zur nutzbaren Energie. Also zu der Frage, wie viel Energie habe ich denn zur Verfügung? Wir haben gelernt, alles ist Energie, Energie ist überall, wir sind Energie. Aber wir wissen alle, dass wir selber und alle Menschen um uns herum Energie nicht im gleichen Maße nutzen können. Stimmt's? Mal hat man mehr und mal hat man weniger, oder? Und Sportler sagen, ich hatte heute keinen guten Tag. Was heißt das? Das heißt, heute habe ich irgendwas nicht aus mir rausgeholt. Das sagen auch andere Menschen. Heute ist nicht mein Tag, heute läuft es nicht. Und es gibt Tage, da läuft es wie von alleine, da sind wir im Flow. Die Frage ist aber, was bewirkt denn, ob es ein guter oder ein schlechter Tag ist? Und ich sage meinen Athleten, das ist kein Argument, was gilt. Denn wenn du mit Energie umgehen kannst, wenn du mit deinem Kopf umgehen kannst, dann solltest du in der Lage sein, dafür zu sorgen, dass der wichtige Wettkampf ein guter Tag wird. Du musst lernen, wie das funktioniert. Wie schaffst du es, den heutigen Tag zu einem guten Tag zu machen? Auch wenn du gestern Krach mit der Freundin hattest. Denn das sind die Dinge, die da dazwischen funken. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die mit dem Sport und mit der Therapie überhaupt nichts zu tun hat, aber die für mich in meinem eigenen Leben so ein Schlüssel Moment war im Zusammenhang mit Energie. Harald hat erzählt, ich arbeite in sehr, sehr vielen verschiedenen Bereichen. Ich liebe diese Vielfalt in der Arbeit und habe das immer gemacht, hatte vor einigen Jahren gleichzeitig aber eine sehr große Familie noch dazu, ja, oder als Basis. Inzwischen sind meine Kinder groß, die sind jetzt zu Hause und kümmern sich selber um alles. Aber vor 8 Jahren hatten wir Gepatchwork, mein Mann und ich, insgesamt 5 Kinder zu Hause, im Alter von, muss ich mal runterrechnen, 5 bis 8, also wie die Orgelpfeifen, 4 Jungs, 1 Mädchen und 1 bis 2 Au-pairs. Mein Mann hat damals ein Stück weggearbeitet, der ist morgens um 6:30 aus dem Haus gegangen, kam abends um 8 wieder. Ich habe auch gearbeitet, die 2 Au-pairs haben viel mit den Kindern gemanagt, übrigens eine tolle Sache, ja, die können jetzt mit Stäbchen essen, gut Englisch sprechen, Lieder auf Russisch singen, also ganz, ganz interessant, was Kinder da alles lernen und was die durch diese Impulse alles mitkriegen. Aber es gab diesen Wocheneinkauf, ja. Jetzt stellt euch vor, 2 Erwachsene, also Mama, Papa, 5 Kinder, hungrig, ja, viele Jungs, viel getobt, viel Sport, viel draußen, 2 Au-pairs, männlich, weweiblich, also viele hungrige Leute, 9 Personen mindestens, plus spontan eingeladene Freunde von den Kindern, spontan eingeladene Klassenkameraden, die Oma, die vorbeikommt, um mal zu gucken, ob alles passt. Wir hatten im Schnitt 12 Leute am Tisch. Und ich habe mir den Montagvormittag freigenommen, um den Wocheneinkauf zu machen. Da kommt echt was zusammen, ja. Also kauft man Milch und man kauft Reis, man kauft Pasta, man kauft Tomaten. Also wir haben dann die meisten frischen Sachen noch auf dem Markt geholt. Aber diese ganzen Basics einschließlich Getränkekisten und so weiter, die haben einen Einkaufswagen komplett gefüllt. Und wir wohnen in einer Fußgängerzone, das heißt, wir können mit dem Auto nicht vor die Tür fahren. Parken also in der Parallelstraße vor der Garage eines Nachbarn, bei dem wir zu seinem
großen Leitwesen ein Wegerecht durch die Garage haben. Müssen dann die Sachen durch die Garage tragen, durch unser Hinterhaus, durch den Fahrradabstellbereich, den Flur, die Treppe rauf, Gang, Esszimmer, Küche, Abstellraum. Und ich bin in der Regel da so etwa 7-8 Mal mit den ganzen Sachen raufgelaufen und es gab Tage, gute Tage, da fiel mir das total leicht. Ich habe mir diese schweren Taschen geschnappt und dann waren die irgendwie ganz schnell verräumt. Dann habe ich mein Auto weggeparkt, alles gut. Und es gab einen Tag und andere Tage, wo es schwieriger war. Ja, wo ich dachte, boah, so schwer und wiegt oh, und dieser Scheiß und immer die Schlepperei und so weiter. Ja. Also Tage, wo es nicht so gut ging und wo diese Taschen definitiv mehr gewogen haben, subjektiv. Wenn hier Menschen sind, die joggen oder Radfahren, ihr wisst, dass ihr an guten Tagen mehr Kraft habt. Ihr lauft weiter, ihr lauft schneller, es tut weniger weh. An schlechten Tagen, boah, ist jeder Schritt eine Qual. Und manchmal kriegt man sogar Muskelkater, aber die Muskeln sind genau die gleichen wie vorgestern. Da hat sich nicht viel verändert. So, also es war so ein Tag, da habe ich diese Taschen irgendwie ganz fröhlich getragen, war gut drauf, rauf, runter, zweite, dritte Fuhre. Und dann habe ich gesehen, okay, da liegt ein Brief auf dem Boden, wir haben so einen Briefschlitz, ja, man kommt quasi an der Eingangstür, die dann aber in der Fußgängerzone liegt, vorbei und der Briefträger hat was reingeworfen. Dachte ich, ja, den Brief nehme ich jetzt auch noch schnell mit, guck drauf, Finanzamt. Ich muss zugeben, ich hatte gewisse Verdrängungstendenzen, was das Finanzamt anging, zwar nicht mein Lieblingsthema. Ich hatte eine hervorragende Steuerberaterin, die mir schon 3 Wochen vorher gesagt hatte, du, da kommt was, leg mal den und den Betrag zur Seite. Ich, ja, ja. Und dann sah ich den Brief und denke, scheiße, ich habe es vergessen. Ja. Und ich wusste genau, was drinsteht und dachte, okay, habe gemerkt, wie mir die Energie wie wegrutscht. Habe die Taschen genommen, die ich gerade noch total mühelos getragen hatte und dachte, boah. Und ich bin schier nicht die Treppe hochgekommen. Und dann dachte ich, hey, was ist denn jetzt gerade passiert? Ich habe die Einkäufe verräumt, das Auto weggefahren, bin in mein Büro gegangen, habe diesen Brief aufgemacht, dachte, okay, musst du jetzt aufmachen. Ja. War wie erwartet. Ich habe auf mein Konto geguckt, war nichts drauf. Mir ging es ganz, ganz mies. Und dann dachte ich so, hey, Moment mal, du bist Psychologin, ja. Du solltest eigentlich wissen, was man macht, wenn man gerade ganz mies drauf ist. Dann habe ich angefangen zu atmen, dann habe ich, mich an meinen Safe Place gebeamt, dann habe ich mir ein gutes Bild geholt, dann habe ich an meine Kinder gedacht. So. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, so, jetzt wird es wieder besser. Dann habe ich nochmal auf den Brief geguckt, ich habe auf die Summe geguckt, ich habe wieder auf mein Konto geguckt. Dann habe ich überlegt, was kann ich jetzt machen? Habe ich meine Steuerberaterin angerufen, war eine gute Idee, die hatte ich am Anfang nicht. Die hat gesagt, wunderbar, ruf mal den Herrn sowieso beim Finanzamt an, den kenne ich, erkläre ihm die Situation und dann schlägst du ihm das und das vor. Eine Viertelstunde war das Problem, später war das Problem erledigt. Aber diese Idee hatte ich nicht in dem Moment, wo meine Energie weg ist. Und wir können uns diese energetischen Zustände vorstellen, wie Zustände auf einer Kurve, wo wir manchmal ganz oben sind, im Flow, viel Energie, tolle Ideen. Und das läuft, wie gesagt, immer zusammen. Das heißt, wenn ich in einem Zustand von hoher Energie bin, dann bin ich kreativ. Dann habe ich gute Ideen. Dann erlebe ich Gefühle, die eher beflügelnd, angenehm, positiv sind. Ich bin in der Regel entweder ausgerichtet auf etwas, wo ich hin möchte oder im Hier und Jetzt. In Kontakt mit mir. Wenn ich in einem Negativ-Energiezustand bin, also in so einem ganz, ganz leeren, habe ich keine Ideen. Ich befinde mich meistens in einer sehr weit entfernten Zukunft, meistens voller Probleme oder in einer Vergangenheit, die schrecklich war. In dem Fall der ganze Ärger, den ich mit dem Finanzamt in der Vergangenheit schon gehabt hatte. Die Gedanken laufen im Kreis, sind aber meistens nicht konstruktiv. Ich fühle mich schlecht und sehr, sehr spannend. Ich bin für meine Beziehungen nicht segensreich. Wenn ich nach Hause komme, in einer guten Energie, an einem guten Tag, ja, wir gucken nachher gleich, wie stellt man sowas denn her, damit man nicht darauf angewiesen ist und die Briefe künftig im Briefkasten liegen lassen muss, damit einem sowas nicht passiert wie mir. Was übrigens viele Menschen machen, ja, auch einige der Menschen, mit denen wir arbeiten. Die machen ihre Post nicht auf. Man nennt das Verdrängung. Und das ist ein sehr beliebter Mechanismus, um schwierigen Gefühlen aus dem Weg zu gehen. Also, wenn ich in einem Zustand von
guter Energie, von starker Energie, also Bewegung und Ausrichtung und die Fähigkeit, das Ganze zu steuern, zu Hause bin. Und mein Mann kommt heim und ich sage, wie war dein Tag? Und er sagt, scheiße. Dann sage ich, hey, was war los? Ja, vielleicht nehme ich ihn in den Arm, ich nehme mir einen Moment Zeit, wir finden zusammen. Ich tue irgendwas, was ihm hilft, aus diesem blöden Gefühl wieder rauszukommen. Wenn ich in so einem Niedrigenergiezustand bin und er kommt nach Hause und ich sage, wie war dein Tag? Wahrscheinlich sage ich das schon in einem etwas anderen Ton. Und er sagt, boah, scheiße. Und dann denke ich, boah, ist der schon wieder mies drauf, ja? Und dann macht er auch noch das Gesicht. Dann kann es passieren, dass diese Situation ziemlich schnell eskaliert und wir uns gemeinsam in so eine Negativspirale drehen. Am Schluss steht ein Riesenkrach, dann ist der Tag wirklich gelaufen. Das heißt, die Fähigkeit, Beziehungen hilfreich oder weniger hilfreich zu gestalten, hat mit dem Energiezustand zu tun, in dem ich mich befinde. Und wenn wir das jetzt mal auf unsere therapeutische Arbeit übertragen, wir wissen im Sport, wenn der Trainer scheiße drauf ist und der Sportler muss eine Höchstleistung abrufen, dann sollte man den Trainer nicht in seine Nähe lassen. Ernsthaft, es funktioniert nicht. Der macht den total fertig. Wenn Eltern nicht an ihre Kinder glauben und denken so, jetzt hat er bestimmt wieder eine schlechte Note geschrieben, schaffen die es nicht, ihren Kindern Selbstvertrauen zu geben. Wenn wir als Psychotherapeuten in einem Niedrigenergiezustand in die Praxis gehen und dann kommt jemand, der depressiv ist, was passiert dann? Der fühlt sich wunderbar verstanden. Der ist ja genauso wie ich. Der kennt mich, ja? Und dann haben wir einen Zustand, der fatal ist. Denn wir haben 100% Mitgefühl, aber null Bewegung. Das ist nicht immer das Gleiche und erst recht keine Ausrichtung, außer nach unten. Und wenn wir in so einem Zustand in die Arbeit gehen, irgendwo dazwischen, und dann kommt ein Depressiver und noch einer und noch einer und noch einer, dann sind wir ganz am Schluss mit da unten. Weil Resonanz, alles hängt zusammen. Wenn ich den ganzen Tag mit Leuten zusammen bin, die schlecht drauf sind, die mit Problemen kommen, die mit Schwierigkeiten kommen, die die therapeutischen Hausaufgaben nicht gemacht haben und, ja. Und ich bin nicht stabil in meinem Energiezustand, komme ich abends nach Hause und bin total platt. Und nach 10 Jahren bin ich ausgebrannt. Und das ist ja kein seltenes Phänomen unter Psychotherapeuten. Deshalb ist die Regulierung des eigenen Energiezustandes, also die Fähigkeit zu sagen, wie komme ich denn da oben rauf, damit ich möglichst häufig in einem Zustand bin, in dem ich gute Ideen habe, schwingungsfähig bin, Emotionen habe, die jemanden mitreißen können, in denen ich Wege sehe, die ich vielleicht anbieten kann, in denen ich gut in der Lage bin, auch tiefe Beziehungen zu knüpfen, und so weiter zum Handwerkszeug, was wir brauchen, um unsere Arbeit gut zu überstehen und um Menschen, und das ist ein sehr spannendes Phänomen, dazu zu bringen, sich unserem Level anzugleichen. Und ich möchte dazu eine kleine Anekdote aus meiner therapeutischen Praxis erzählen. Ich habe mit einer Frau gearbeitet, die unendlich viele Probleme hatte. Der Partner hatte sie verlassen, hatte vorher Geld veruntreut. Die war also pleite, hat ihren Job verloren, hat ihre Wohnung verloren. Und gleichzeitig hat er ein Sorgerechtsverfahren gegen sie angestrengt vor Gericht. Das heißt, es kam komplett dicke. Und ich habe sie getroffen an einem Tag. Da hatte sie gerade eine neue Stelle gefunden, war aber ganz, ganz schlecht drauf, als sie zu mir in die Stunde kam und ich habe sie gefragt, was so alles passiert. Und sie erzählte mir, naja, sie hat jetzt den neuen Job, der ist aber nicht gut bezahlt. Die Kollegin in ihrem Büro ist eine totale Zicke. Ja, also sie hat ziemlich Sorge, dass die anfängt zu intrigieren. Sie ist noch nicht ordentlich eingearbeitet worden. Jetzt hat sie Post vom Anwalt bekommen. Es war ganz, ganz schwierig. Wir haben dann in der Stunde ein bisschen was gearbeitet, gar nicht allzu viel, aber ich habe vor allen Dingen versucht, sie in den Rapport zu holen, also eine gute Verbindung zu schaffen, und habe mich die ganze Zeit ziemlich wohl gefühlt, war in Kontakt und so weiter, und irgendwann hat sich bei ihr was verändert, sodass sie gegen Ende dieser Stunde in einer anderen Energie war. Und dann habe ich gesagt, sag mal, die Woche da, die du beschrieben hast, wie war die denn eigentlich?
Dann sagte sie, ja, sie hat jetzt einen neuen Job, also sie war da auch schon ein paar Mal. Es gibt ein paar sehr nette Kollegen, mit denen sie sich in der Kantine immer trifft. Eingearbeitet ist sie noch nicht allzu sehr worden, aber eigentlich weiß sie sowieso, was sie da machen muss. Ja. Das heißt, die erzählte mir eine komplett andere Geschichte. Die hat mich nicht absichtlich angelogen am Anfang. Die wollte nicht, dass ich jetzt erstmal Mitleid habe oder so. Es war die Geschichte, mit der sie gekommen ist. Denn der Energiezustand, in dem wir jetzt sind, verbindet uns mit allem, was wir in einem ähnlichen Energiezustand erlebt haben. Und wenn ich als Athlet in einem schwachen Zustand bin, bin ich mit allen Wettkämpfen verbunden, die ich in diesem Zustand verkackt habe. Und das ist das, was passieren wird. Wenn ich als Therapeut in so einem Zustand bin, dann erinnere ich mich unbewusst, aber auch bewusst an die ganzen Sitzungen, die in ähnlicher Konstellation nicht funktioniert haben, wo jemand keine Veränderung erlebt hat, da bin ich quasi kein guter Resonanzpartner. Das heißt, Verantwortung für den eigenen Energiezustand. Und jetzt ist die Frage, was kann ich denn da machen, um ein bisschen zu spielen? Musik ist ein ganz, ganz mächtiger Trigger für Energiezustände. Ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung kennt, dass manchmal Musik im Radio läuft aus einer Zeit, in der wir jung waren. Und es gibt so ein paar Songs, die vielleicht zu der Zeit irgendwie wichtig waren. Und wenn wir die hören, dann passiert was im Gefühl, oder? Dann sind plötzlich alte Bilder wieder da. Einmal habe ich Rotz und Wasser geheult, als beim Autofahren ein Lied lief, auf das ich mal furchtbar verliebt war, hoffnungslos, leider Gottes, ja. Und dieses Lied lief nach ewigen Zeiten wieder im Radio. Plötzlich war dieses ganze Gefühl wieder da, ja. Aber ich kann Musik auch nutzen, um mich in ganz bestimmte positive Energiezustände zu bringen. Und ich nutze Musik sehr intensiv, zum Beispiel, wenn ich Bücher schreibe. Es gibt ein paar Stücke, die mich sehr inspirieren und wo ich merke, wenn ich die höre, dann schreibe ich sehr leicht. Und dann sitze ich eine Woche mit Kopfhörern und höre 7 Stücke in Endlosschleife. Ich höre am Schluss nicht mehr, dass ich Musik höre, aber die läuft die ganze Zeit mit. Und meine Finger schreiben einfach. Ohne diese Musik ist es viel, viel schwieriger. Sportler hören Musik. Ich habe viele Jahre einen meiner Söhne auf Taekwondo-Wettkämpfe gefahren. Und wir hatten im Auto immer eine bestimmte Musik laufen, die der liebte. Ich habe sie gehasst. Das ist dann der Preis des Elternseins, ja. Aber das war die Musik, die ihn in den Zustand gebracht hat, in dem er sich getraut hat, diesen Wettkampf zu machen, ja. Denn das ist nicht so einfach, wenn man auf so ein Dojo geht und man weiß, der Gegner, der will auch hauen, ja. Und man muss am Schluss die meisten Punkte haben, um gewonnen zu haben. Und dafür hat man sich sehr angestrengt. Musik kann uns beruhigen. Musik kann uns aktivieren und mein Hinweis oder meine Anregung wäre, dass ihr vielleicht, wenn ihr beiläufig Musik hört, in der nächsten Zeit aufmerksam und achtsam mal beobachtet, was passiert da bei mir. Am augenscheinlichsten ist es oft, wenn man anfängt, sich mit Musik plötzlich zu bewegen oder so ein bisschen mitzusummen, ja, und dann mal zu gucken, was für ein Zustand wird da bei mir ausgelöst und was könnte ich in diesem Zustand machen. Ist das eine Musik zum Joggen? Ist es eine zum Ruhigwerden? Ist es eine zum Malen? Ist es eine zum Flirten? Ja, also was für ein Zustand ist das? Oder ist es einer, um mich vor der therapeutischen Arbeit zu sammeln und zu fokussieren. Auch dafür können wir Musik nutzen. Und als ich gerade vor meinem Vortrag noch mal kurz im Zimmer war, habe ich auch Musik gehört. Das ist so einer der Bereiche, in dem ich mich gut stärken kann. Gerüche sind mächtig. Wir wissen das. Ich hatte eine Großmutter, die wundervolle Pfannkuchen gemacht hat. Meistens gab es einfach nur Zucker da oben drauf. Ich habe meine Großmutter sehr geliebt. Und ich habe natürlich auch ihre Pfannkuchen geliebt. Und wenn ich jetzt irgendwo hinkomme, wo es nach diesen Pfannkuchen riecht, fühle ich mich geborgen. Wenn ich einen ganz schlechten Tag habe, mache ich mir Pfannkuchen. Und es ist wichtig, das zu wissen. Und es ist nicht der Geschmack, es ist der Geruch. In Butter gebraten, nach Omas Rezept. Und dann riecht das Haus 2 Tage danach. Und ich bin innerlich nicht mehr verloren. Ja, das sind Dinge, die wir verwenden können, auch für unsere Klienten.
für uns selber umso mehr. Geschmack kann auch eine Rolle spielen. Es gibt Sportler, die zum Beispiel mit einem ganz konkreten Kaugummi oder Bonbon ihren Wettkampfzustand aktivieren. Ich weiß von einem Sportler, der so kleine Kampferpastillen lutscht, ja, ekelhaft. Aber die bringen ihn in einen sehr fokussierten Zustand und wenn man das einmal gemacht hat, sollte man es immer wieder machen. Es geht nicht darum, dass es lecker ist, ja. Es geht um die Frage, was löst es aus? Und ist das der Energiezustand, den ich brauche, damit ich nachher diesen Speer werfen kann? Den Vormittag mit 4 depressiven Patienten stark überstehe, sodass ich auch dem 4. noch einen guten Resonanzraum anbieten kann und nicht eine Therapeutin, die total platt ist und denkt, boah, hoffentlich ist bald Mittagspause. Also Geschmack kann wichtig sein. Und viele Menschen, mit denen ich arbeite, haben, nochmal zurückzukommen zum Thema Geruch, verschiedene Parfums zu Hause, die sie für unterschiedliche Anlässe benutzen. Hochleistungszustand, ein ganz bestimmtes. Und dann aber immer das Gleiche. Und wir wissen von Sportlern, die damit arbeiten, die arbeiten aber auch mit Kleidung. Wir überspringen jetzt einen Punkt. Toni Kroos, der hat ewig lange in einem uralten Adidas-Modell gespielt. Er hat auf viel Sponsorengelder verzichtet, die er bekommen hätte, wenn er das neue gesponserte Schuhmodell getragen hätte. Aber das waren die Schuhe, in denen er seine größten Erfolge hatte. Und als die durch waren, hat er sich genau das gleiche Modell nochmal besorgt, was es eigentlich nicht mehr gab. Ja? Und das sind Dinge, die bestimmte Zustände triggern. Da kommen wir quasi in eine hohe Energie. Und er hat nach seiner Aussage mit diesen Schuhen immer am besten gespielt. Sowas darf man nicht verändern. Wenn ich also einen Lieblingspulli habe, in dem ich das Gefühl habe, da geht mir die therapeutische Arbeit am besten von der Hand, dann bitte keinen neuen schicken Pulli kaufen, sondern diesen Pulli immer wieder. Im Idealfall ausbessern, flicken, noch einen zweiten schnell, bevor dann die Saison vorbei ist. Ja? Das sind Dinge, die uns helfen und das ist einfach. Es ist ganz, ganz einfach. Was es braucht, ist eine gute Beobachtung. Mitkriegen, was macht das mit mir, was ich gerade tue? Die eigene Haltung, die Bewegungen, die ich mache, verändern den Zustand. Ob ich mich aufrichte oder nicht, ob ich mich bewege oder nicht, ob ich gerade getanzt habe, ob ich gerade gelaufen bin, ob ich gerade Yoga gemacht habe, ob ich gerade meditiert habe. Auch das entscheidet über meinen Zustand. Zwar nicht objektiv, sondern für jeden Menschen ein bisschen anders. Orte und Bilder spielen eine große Rolle und wir wissen, es gibt Orte, da geht uns das Herz auf, da kommen wir sofort runter. Oder können bestimmte Dinge ganz gut. Ich bin zum Bücherschreiben lange nach Barcelona geflogen, dieses Jahr war das nicht möglich. Und ich habe mein ganzes Büro mit Barcelona-Fotos gepflastert, als ich schreiben musste. Das war meine Rettung, ich hätte sonst nicht schreiben können. Wir müssen das wissen. Das heißt, die Bilder, mit denen wir uns umgeben, verändern was. Wenn ich mein Handy anschalte, sehe ich einen roten Tanzschuh. Das macht was mit meinem Zustand. Ja? Das heißt, auch da haben wir die Möglichkeit zu spielen. Andere Menschen lösen Zustände aus. Es gibt Menschen, mit denen wir in Kontakt sind und dann fühlen wir uns aufgeladen. Und andere, die uns runterziehen, die Energievampire. Und wir können uns auch von diesen Menschen Bilder in unsere Umgebung holen. Viele Menschen haben ihren Partner als Foto auf dem Schreibtisch stehen. Ja? Und das ist okay, solange die Beziehung mich stärkt. Wenn ich jetzt gerade Stunk habe in der Beziehung und dann guckt der blöde Idiot mich den ganzen Tag an. Ja, aber was passiert dann? Was macht das mit mir? Es holt mich aus dem Fokus, es verändert meinen Zustand, die Energie fängt an, sich zu verheddern. Ich mache mir Gedanken, ich bin nicht mehr bei dem Menschen, der gleich durch die Tür reinkommt. Also nehme ich das Bild und tue es in die Schublade. Das sind die Dinge, an die wir denken können, ja, also die schnellen Sachen. Also, Gedanken, Selbstgespräche, ganz klar, was sage ich mir, wie gehe ich mit mir um, was sage ich mir, wenn ich einen Fehler mache. Es gibt ein wunderschönes Video von Tommy Haas, wo der in einem schwierigen Spiel am Rand sitzt und mit sich selber redet, ah, so ein Scheiß, total verkackt, blöder Tag, wieso tue ich mir das überhaupt an und so weiter. Also der macht sich 5 Minuten komplett fertig, trinkt was, ich bezahle so viele Leute, bringt überhaupt nichts, ja, blöder Sport, wieso und so weiter. So, dann kommt das Zeitsignal,
Dann merkt man, nimmt seine Mütze ab, setzt die wieder auf, sagt so, und jetzt gewinne ich das Ding. Und dann spielt er. Und spielt gut. Also die Frage, wie wir mit uns reden, spielt eine wichtige Rolle. So viel zum Energiezustand. Einer der wichtigen Faktoren im Sport, wenn es um Energie geht, aber auch für unsere Arbeit. Ganz zentral in meiner Erfahrung. So, das ist Fabian Genzhirt, Gespannfahrer. Den habe ich kennengelernt schon vor einigen Jahren, ich glaube vor auch etwa 8 Jahren. Junger Mann, sehr passionate in seiner Disziplin, also sehr leidenschaftlich, kein typischer Gespannfahrer, weil die meisten Menschen, die diesen Sport machen, haben ein Gestüt, arbeiten den ganzen Tag mit Pferden, züchten sie auch. Fabian ist Industriemechaniker, arbeitet Schicht, benutzt sein ganzes Geld für seinen Sport, hat einen Sponsor, der ihm den Anhänger für die Pferde zur Verfügung stellt, sodass er nicht alles selber kaufen muss. Und sein größter Traum war damals, zur EM zu fahren nach Slowenien. So. Er war im deutschen Ranking auf Platz 5. Die ersten 3 waren die Gestütsinhaber, die schon seit Jahren immer die ersten 3 Plätze belegt haben. Er wollte auf Platz 4 kommen, damit er mitfahren darf, weil Deutschland 4 Startplätze hatte. Und wir haben dann sehr, sehr viel mit Zielen gearbeitet, haben körperlich so ein bisschen geguckt, was passiert mit der Energie im Zustand. Hat er Kraft? Ist er beweglich? Brennt er, wenn er sich bestimmte Dinge vorstellt? Dieser Platz in Slowenien war cool, aber Weltmeister war viel cooler. Vize, hat er gesagt, möchte er gerne werden. Eigentlich mal so irgendwann, wenn ganz, ganz viele Wunder passieren unterwegs. Und da hat dieser junge Mann gestrahlt, wie die Sonne. Ja, der stand bei mir in der Praxis, hat gestrahlt. Sag ich, wunderbar. Dann visieren wir das doch mal an. Und die EM ist das Zwischenziel, wie auch immer du da abschneidest. Platz 4, wir fokussieren mal Platz 3. Kann ja sein, einer der anderen hat einen schlechten Tag. Und er hat es wirklich geschafft, dann in den nächsten beiden Wettkämpfen insgesamt auf Platz 4 zu fahren. Dann kam die Absage, weil plötzlich ein Startplatz fürs deutsche Team gestrichen wurde. Das heißt, er musste trotz Qualifikation zu Hause bleiben. Hat dann eine Zeit lang überlegt, ob er seinen Sport an den Nagel hängen soll, hat weitergemacht. 4 Jahre später war er Weltmeister und niemand wusste, wie er es geschafft hat. Denn eigentlich waren die Voraussetzungen wirklich ganz schlecht. Ich kenne niemanden, der mental so hart gearbeitet hat wie er. Er hat seine Zustände aktiviert, er hat ganz, ganz intensiv an Selbstgesprächen gearbeitet, hatte eine ganz strikte Vorbereitung mit einem sehr konkreten Ritual, immer wieder die gleichen Sachen gemacht, hat geguckt, wo hat er möglicherweise Blockaden, wovor fürchtet er sich, welcher Spannungszustand ist optimal im Wettkampf, hat das alles reguliert, kam alle paar Monate mal bei mir vorbei, dann haben wir so ein bisschen justiert, aber der hat sehr, sehr viel selbstständig gearbeitet und eine ganz faszinierende Karriere gemacht. 2 Jahre später ist er Teamweltmeister geworden, mit seinem Team selber nur auf Platz 4 gefahren. Da ist sein Pony unterwegs gestolpert. Und ja, das sind die Dinge, die passieren im Sport. Und dann muss man gucken, wie man sich wieder neu ausrichtet. Also, was ich von ihm gelernt habe, ist, dass ein Ziel, also die Frage, wie wir unsere Energie ausrichten, ruhig ein bisschen größer sein darf. Es ist nicht nötig, dass wir unbedingt ankommen, aber wir haben mehr Kraft und Energie für die Etappen dazwischen und eine größere Vision und können mehr aktivieren. Und wir wissen das vom Kampfsport, Sie müssen das jetzt nicht machen. Aber eigentlich ist diese Begegnung zwischen Kopf und Ziegelstein für den Kopf nicht so von Vorteil. Trotzdem wissen wir, es gibt Menschen, die in der Lage sind, Energie so zu bündeln und zu zentrieren, dass diese Steine kaputt gehen und der Kopf nicht. Ich habe das auch selber erlebt bei vielen Aktivitäten. Deshalb habe ich diese Stifte verteilt. Wir machen das, oder ich möchte Sie einladen, das mit dem Stift zu probieren. Auf eine Art und Weise, die ich nachher gleich zeige. Wir machen das heute aber im Workshop noch ein bisschen intensiver. Ich muss jetzt ein bisschen auf die Zeit schauen. Harald, darf ich dich bitten, mir mal mit so einem Stift zu helfen? Genau. Also, danke. Folgendes, ich brauche dich. Ja, du sollst es vormachen. Also den Stiften passiert nicht wirklich viel, die gehen nur in der Mitte durch. Ja? Man kann die auch verwenden, indem man einfach beide Reste anspitzt. Und meine Bitte wäre, dass du mit dem Zeigefinger diesen Stift durchhaust. Das ist jetzt unser Ziel. Ja, ich halte den für dich. Zeigefinger.
Genau. Wie hast du es gemacht? Ja, und du hast nicht groß nachgedacht, oder? Also, wie machen es die Kampfsportler? Volle Konzentration und die Konzentration nicht auf das Hindernis, in dem Fall die Steine oder den Stift, sondern das Ergebnis. Wenn Sie im Kampfsport Vollkontakt schlagen möchten, zum Beispiel hier an die Schulter, dann fokussieren Sie als den Punkt, wo Sie hinschlagen, nicht die Schulter, sondern den Raum dahinter. Dadurch hat der Schlag die volle Wucht. Wir sehen das im Langstreckenlauf manchmal bei den Marathonläufern oder auch bei den Biathleten, dass die so kurz vorm Ziel schon langsamer werden, oder? Und das ist ja eigentlich total bescheuert. Ich bin 43 Kilometer gerannt und die letzten 10 schaffe ich fast nicht mehr. Das hat damit zu tun, dass die Ziellinie der Punkt ist, über den Sie drüber wollen. Würden Sie Ihr inneres Ziel 100 Meter weitersetzen, hätten Sie da noch volle Power. Ja? Das heißt, immer ein bisschen weiter fokussieren, als Sie wollen. Dadurch haben Sie mehr Kraft. Und wenn ich sage, okay, ich habe jetzt einen zwanghaften Menschen in der Praxis, möchte dem weiterhelfen, ich weiß, es ist vielleicht eine schwierige Aufgabe, dann sollte ich mir ein großes Ziel setzen. Vielleicht diesen Menschen wirklich zu ermöglichen, frei von diesen Gedanken oder von diesen Ritualen zu werden. Auch wenn ich sage, okay, ich weiß noch nicht genau, wie ich da hinkomme. Also immer einen kleinen Punkt weitergehen. Das ist eins der Prinzipien, die wichtig ist. Diese Männer sind die erfolgreichsten Marathonläufer der Welt, die kenianischen. Und die meisten Weltmeister und Marathongewinner kommen aus einem einzigen Stamm. Die sind nicht physisch besser vorbereitet, aber laufen im Team. Sie sehen, die Trainingsbedingungen sind nicht optimal. Ja? Die rennen meistens auch gar nicht im Stadion, nur wenn sie mal Zeiten messen müssen, sondern rennen über die Hügel. In einer riesigen Gruppe. Jeden Morgen um 5 rennen die los und rennen mal ein paar Stunden und abends nochmal. Aber die bewegen sich in einer Gruppe von Menschen, die schnell rennen. Und die Frage, mit wem wir zusammen sind, mit wem wir uns verbinden, mit wem wir uns gemeinsam entwickeln, mit wem wir die Dinge angehen, die wir angehen, ist ebenfalls etwas, was unsere Energie verändert. Wenn ich den ganzen Tag zusammen bin mit Menschen, die pessimistisch sind, die sagen, das und das klappt sowieso nicht, ja, aber wir haben da überhaupt keine wissenschaftliche Studie für, dass das funktioniert, dann werde ich anders arbeiten, als wenn ich mit Menschen zusammen bin, die sagen so, hey, das klingt interessant, lass uns das mal ausprobieren, ja, vielleicht tut sich da was. Wenn ich mich mit Leuten umgebe, die die gleiche Vision haben und die mit mir zusammen an einem Ziel arbeiten, werde ich besser werden. Und die wissen genau, wer das interne Ranking gewinnt, gewinnt auch den Marathon, weil die 20 Besten der Welt, die rennen da. Die anderen sind außer Konkurrenz, wenn die nachher nach New York fliegen. Und das ist schon verrückt, oder? Nirgendwo auf der Welt gibt es so viele gute Läufer. Und dadurch, dass es da so viele gibt, gibt es immer mehr. Und die Trainingsumgebung spielt überhaupt keine wichtige Rolle. Die meisten von diesen Läufern leben in sehr armseligen Hütten, holen sich das Wasser am Brunnen. Und normalerweise sagt man ja, Sportler bräuchten ein Umfeld, wo sie sich sonst um nichts kümmern. Stimmt nicht. Ja? So, also, die Frage, wo hole ich mir Leute zusammen? Mit wem arbeite ich? Es ist wichtig, energiebewusst zu aktivieren. Also, Düfte, Geräusche, Bilder, Vorstellungen, Gedanken, Geschmack, Kleidung zu nutzen, wie Toni Kroos und seinen Fußballschuh, ja? Um Energiezustände zu aktivieren, damit ich überhaupt genug Energie zur Verfügung habe, das zu bewegen, was ich will und die richtige, um es dahin zu bewegen, wo ich es will. Im Idealfall in der Psychotherapie mit meinem Klienten. So, ein wirklich sinnvolles Ziel. Kein Mensch trainiert 10.000 Stunden für ein Ziel, was nicht im Herzen ist. Also schauen, was will mich? Die Ariadne hat gestern Frankl zitiert und da bin ich total bei ihr, nämlich zu gucken, nicht was will ich, sondern was will mich, ja? Was ist das, was das Leben von mir will? Und Fabian wusste, er muss gespannt fahren. Da gab es überhaupt keine Frage. Johannes Vetter weiß auch, er muss einen Speer werfen. Und wir müssen nicht verstehen, warum. Ich muss Psychologin sein und wahrscheinlich geht es vielen von Ihnen genauso. Ja? Also dem folgen, was wir wirklich wollen und wofür wir brennen. Sonst haben wir nie die Energie, die das bewegt, was Energie bewegen kann.
Wir sind immer ein Stück weit gehemmt. So, hundertprozentige Hingabe. Wichtig. In allem. Große Ziele wagen und die richtigen Menschen finden, mit denen wir diese Ziele erreichen können. Also das Miteinander und diese Beziehungen auch pflegen, um uns immer wieder einerseits zu befruchten, aber gleichzeitig auch von den anderen zu profitieren, von ihrem Forschungsdrang, von ihrer Begeisterung, von ihrer Vision, von dem, was sie tun und quasi in dem Klima dessen baden, was wir machen möchten. Als Sportler unter Sportlern, als Mensch, der Psychotherapie auf eine bestimmte Art und Weise leben möchte, mit Menschen, die das ähnlich sehen, die genau das Gleiche suchen, die auf dieser Wellenlänge sind, weil wir uns da gegenseitig verstärken. So, und jetzt habe ich es nochmal zusammengefasst, die Frage nach dem Energiezustand, das große Ziel und der absolute Fokus drauf, auch wenn es zwischendrin mal schief geht, dann immer ein bisschen weiter denken, als ich will. Das heißt, wenn ich diesen Stift als Stück Holz sehe, was hart ist, und das sind echte Stifte aus Holz, ja, also die sind hart, man kann sich da wirklich auch richtig blaue Flecke holen. Wenn ich denke, oh Mist, was passiert, wenn, dann komme ich nicht durch. Ja, Harald hat das super gemacht. Ich hatte aber auch schon Workshops, wo es richtig wehgetan hat. Das heißt, so ein bisschen gucken, wo möchte ich hin, mir vorstellen, der Finger bewegt sich bis auf den Boden. Und ihr könnt es nachher draußen probieren, aber wir machen es heute auch im Workshop. Und ich fand es total cool, ich habe das mal meinen Kindern gezeigt. Und meine Tochter im Alter von 4 Jahren hat dann bei ihren Freundinnen damit angegeben, dass sie 2 Stifte mit einem Finger durchhaut. Und hat mit Großeltern um Geld gewettet, dass sie es schafft. Und es hat wirklich geklappt. Die hat Peng gemacht und die Stifte waren durch und alle haben sich gewundert. Und es ist so einfach, wir müssen es nur probieren und deshalb testen, ja? Also zu zweit, einer hält ganz außen, heute Nachmittag machen wir es im Workshop mit 2 Stiften, es macht richtig Spaß. Genau, also das richtige Team, die richtige Fokussierung, meine Zeit ist um. Ich weiß nicht, haben wir noch 5 Minuten für Fragen? Ja, also, gut. Okay, das war mal der große Wurf.